500.000 Menschen. 500.000 Schlingel da draußen, die diese Videos schauen. Ein unfassbares Gefühl. Eine halbe Million, das kann ich mir nicht mal vorstellen. Was vor vielen Jahren begann als der Traum eines kleinen Jungen, ist mittlerweile Realität geworden. Danke, du da draußen, der gerade dieses Video guckt. Danke, Mann, danke für alles. Ich kann das immer noch nicht ganz glauben. Jede Sekunde, die ich in meine Videos gesteckt habe, war nicht umsonst. Jede Sekunde, die ich dich unterhalten konnte, in der ich dich aufregen, gruseln und zum Lachen bringen konnte, war nicht umsonst. Jede Sekunde meiner Videos hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Es war vielleicht kein einfacher Weg, nein, aber ich hatte euch. Mit wem redest du? Bro, ist das dein Scheiß ernst? Eine halbe Million Abonnenten, ne? Und dann sowas Kitschiges als Special? Ich bin enttäuscht! Was hätte ich denn sonst machen sollen? Onkel Julian, ich hätte da eine Idee. Moment mal, wer bist du denn, mein Kind? Am Ende deiner Videos sagst du immer, die Welt ist böse. Aber warum ist sie denn böse geworden? Das ist eine gute Frage. Seit über 100 Videos warne ich euch am Ende, dass die Welt böse ist. Aber ich habe mich noch nie gefragt, wie die Welt böse wurde. Es war an der Zeit, genau das herauszufinden. Doch dafür brauchte ich Verstärkung. Und dafür kam natürlich nur einer in Frage. Bro, das ist schwachsinnig. Wie wollen wir herausfinden, wo das Böse versteckt ist? Es muss irgendwas geben, irgendein Rätsel, irgendeine Sache. Was reimt sich auf böse? Möse! Nein. Oh. Es muss was anderes geben. Zahlen, irgendwas mit Zahlen. Okay, fangen wir so an. Wann haben die Lochis ihr erstes Video hochgeladen? Ihr erstes Video haben sie am 25.08.2011 hochgeladen. Wie viele sind die Lochis? Zwei. Nehmen wir die zweite Zahl. Fünf. Ja. Okay, wie viele gute Witze hatte der Film Kartoffelsalat? Das ist doch klar, gar keiner. Null. Okay, haben wir fünf. Null. Hast du noch irgendwas? Wie viel Dreadlocks hat Unge? Unge, der hat 66. 66, so. 50, 66. Okay, wie alt ist der durchschnittliche Babys Beauty Palace Zuschauer? Das ist doch klar, das lernen wir in der Schule. 7. 7. 50, 66, 7. Oh mein Gott, Bro. Weißt du, was das bedeutet? Ich hab keine Ahnung. Das ist eine Postleitzahl, und zwar die Postleitzahl von Köln. Und was machen wir hier? Wir werden hier herausfinden, wo das Böse dieser Welt begraben liegt. Klingt gut. Und bist du dir sicher, dass das die richtige Stadt ist? Ich bin mir ganz sicher. Naja, als ich gestern nochmal Köln und Böse zusammen gegoogelt habe, zur Sicherheit kam ich auf eine Führung, die den Namen trug: Das Böse in Köln. Wir mussten also auf der richtigen Spur sein. Da Köln die YouTuber-Stadt schlechthin ist, war mir klar, dass wir YouTuber finden mussten, die uns weiterhelfen. Hey! Ihr wollt wissen, warum die Welt böse ist? Das kann ich euch gerne sagen. Aber erstmal kämpfen wir! Du weißt, was zu tun ist. Mach ihn fertig! Der Russe weiß mehr. Sag uns, wieso die Welt böse ist. Jungs, schön, dass ihr gekommen seid. Wenn ihr wissen wollt, warum die Welt böse geworden ist, dann müsst ihr eine Wette gegen mich gewinnen. Also, ich wette, dass der Passant in den nächsten 5 Sekunden umfällt. Wir nehmen die Wette an. Oh mein Gott! Tja, Wette gewonnen. Pech für euch Jungs. Wir müssen herausfinden, wieso die Welt böse ist. Bisher konnte uns doch keiner helfen. Was machen wir jetzt? Weiß doch nicht. Hast du keine Ahnung? Ja. Jungs, wollt wissen, woher das Böse kommt? Kommt mir hinterher. Ich habe euch erwartet. In einem dunklen Wald in Nordsibirien hat ein alter, weiser Mann eine dunkle Truhe vergraben, in der sich das Böse versteckt hat. Oh mein Gott, das ist die Lösung! Das ist sie! Danke! Hey Jungs, ich hab noch einen Tipp für euch. Wollt ihr hören? Ja, wir machten uns also auf den Weg nach Sibirien. Vielleicht werdet ihr uns für dumm halten, aber wir gaben dem Ganzen eine Chance. Tagelang kämpften wir uns durch dichte Wälder, schmale Wege und gefährliche Schluchten. Doch wir hatten eine Mission. Wir wollten herausfinden, was die Welt böse gemacht hat. Warte kurz, Bro. Warte kurz. Sind wir gerade wirklich den gesamten Weg von zu Hause bis nach Sibirien? Weil so ein Asiate gemeint hat, wir sollen hierher? Ich hab mein Yu-Gi-Oh! Turnier verpasst! Irgendwo müssen wir doch anfangen, das Böse zu finden. Der Wald ist echt verdammt riesig. Lass uns aufteilen. Okay. Alles klar.
Ich habe immer noch nichts gefunden. Bro, wo bist du? Wo bist du? Yo, Bro. Ich war kurz auf dem Klo. Wo kommst du denn schon wieder her? Klo. Hast du irgendwas gefunden? Nee, Mann, gar nichts. Leider auch nichts. Irgendwie habe ich so das ungute Gefühl, dass wir beobachtet werden. Wir? Beobachtet? Bro, ich meine, warum sollte uns jemand beobachten, Mann? Ich glaube, die Sache macht dich ein bisschen paranoid. Entspann dich, trink Tee, Alter, alles wird gut. Bro, das wird jetzt hart für dich, aber ich glaube, wir sollten die Suche nach dem Bösen aufgeben. Nein, wir sind so nah dran, ich spüre richtig. Es muss hier irgendwo sein, ganz nah. Bro, ich glaube es... Da! Ich habe was gefunden! Da ist etwas! Wo denn? Guck doch! Guck hin! Wow! Okay, warte! Bro, ich weiß nicht! Warte! Ich gehe eins zu... Wow, Bro! Ich habe den Schatz gefunden, Mann! Hier ist es! Cool! Und was machen wir jetzt damit? Wir sollten es nicht hier aufmachen. Es wäre viel zu gefährlich, das Böse hier zu öffnen. Gute Idee. Wo dann? Zu Hause? Ah, okay. Lass nach Hause, komm! Endlich sind wir zu Hause angekommen. Jetzt können wir endlich die Lösung finden, wieso die Welt böse wurde. Bro, wo bist du? Komm her, wir sind da! Bro, wo bist du? Ich war noch kurz auf dem Klo. Ah, hey, Bro. Hey, Bro. Lass herausfinden, wieso die Welt böse wurde. Auf geht's, hier Mann. Liegt das begraben. Okay. Jetzt werden wir die Lösung herausfinden. Bist du bereit? Es geht los. Es geht los! Nein! Gib mir das Böse! Was? Wir haben so viel dafür getan. Wir werden das nicht kampflos übergeben. Warte mal, war da nicht eben noch dein Kumpel? Klar, ist er da. Hä? Wo ist er hin? Bro! Schluss mit den Spielchen. Ich erschieße dich jetzt und hole mir das Böse. Und werde damit die Weltherrschaft an mich reißen. Tja, auf Juliero ist eben Verlass. Jetzt hält uns keiner mehr auf. Es ist Zeit, Mann. Wir haben ihn besiegt. Finden wir heraus, wieso die Welt böse ist. 3, 2, 1. Oh mein Gott. Okay. Was steht hier geschrieben? Ihr habt meinen Schatz gefunden. Und nun gebt euch mit der Lösung zufrieden. Mit welcher Lösung? Wieso die Welt böse wurde. Wir werden es jetzt erfahren. Bist du bereit? Ja. Bist du bereit? What? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was hat das zu bedeuten? Und so lehrte uns der Spiegel, dass nicht die Welt böse geworden war, sondern wir Menschen die Welt böse gemacht hatten. Durch unsere Art, wie wir lügen, betrügen, unsere Mitmenschen behandeln, wie wir alles ausbeuten, was uns in die Finger kommt. Wir sind das Böse. Wir haben die Welt zu dem gemacht, was sie heute ist. Wer auch immer dieses Video schaut oder in Zukunft schauen wird, tu mir einen Gefallen. Pass auf dich auf. Ja, liebe Freunde, das war's noch schon wieder mit dem Special. Freut mich sehr, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. In dieses Projekt sind sehr, sehr viele Stunden Herzblut geflossen. Ich habe heute Nacht noch bis 4 Uhr nachts geschnitten, damit das Ding fertig wird. Ich weiß, das Ganze ist ein bisschen trashig geworden, aber ich finde gerade das macht's auch irgendwie aus. Es wäre unfassbar cool, wenn ihr da draußen einen richtig coolen Daumen nach oben dalassen könntet für dieses fette Projekt. Dann, liebe Freunde, habe ich noch einen Traum. Jetzt, wo ich 500.000 Abonnenten habe, lasst uns den Hashtag Die Welt ist böse in die Twitter-Trends bringen. Ich habe als ersten Link in der Beschreibung Twitter. Geht da drauf, wenn ihr einen Twitter-Account habt und dann postet etwas mit dem Hashtag Die Welt ist böse. Ich glaube, dass wir da draußen zusammen es schaffen können, den Hashtag Die Welt ist böse in die Twitter-Trends zu bringen, damit alle Leute da draußen sehen, dass die Welt wirklich böse ist. Allen voran erstmal Dankeschön an alle Leute, die mitgewirkt haben an diesem Projekt. An Julian Bam, an Ju, der hat die Kamera geführt bei einigen Szenen, der hat selber mitgetanzt. Richtig cooler Typ, checkt ihn ab. John, der auch mitgespielt hat, der uns auf die falsche Fährte, beziehungsweise im Endeffekt irgendwie auf die richtige Fährte gelockt hat. Aiplali, der relativ spontan in dieses Projekt noch hineingekommen ist, aber super noch mitgemacht hat. Dima, der die beste Rolle schlechthin hatte. Unseren Kumpel Paul, der uns am Ende noch überfallen hat. Und zu guter Letzt natürlich noch mein Brudi, der Kuro. Das war's von mir, liebe Freunde. Was bleibt mir am Ende zu sagen? Natürlich nur, die Welt ist böse und passt auf euch auf.